Sie trägt einen weißen Pullover, ihre Hose ist eng, die Haare sind unbedeckt. So zeigte sich Mariam H., wenn sie nicht unter der Beobachtung ihrer islamistischen Brüder stand, wenn sie frei war. Doch genau dieser Wunsch, frei und nach westlichen Werten zu leben, wurde der Afghanin zum Verhängnis. Ihre Brüder sollen sie getötet und ihre Leiche in einem Koffer quer durch Deutschland gefahren haben. Ein unvorstellbares Verbrechen. Nun liegt, Achtung Fahndung, die Anklage gegen die Brüder vor. Wir rekonstruieren eine Tat, die Deutschland tief erschüttert. Mariam flieht 2013 mit ihrer Tochter und ihrem Sohn nach Deutschland. Sie lebt damals in einer Ehehölle und wurde von ihrem Mann ständig geschlagen. Doch Mariam will ausbrechen. Sie lässt sich scheiden und zieht mit ihren beiden Kindern hier in dieses Flüchtlingsheim. Und sie verliebt sich neu. Sie geht tanzen. Sie ist ohne Kopftuch gefilmt worden, wie sie in einer Shisha-Bar ein völlig neues Leben lebt. Die Brüder schlagen ihre Schwester und ihre Kinder, beschimpfen sie als Hure und drohen ihr, sie umzubringen, wenn sie ihr Verhalten nicht ändert. Eine Drohung, die die vorbestraften Männer laut Anklage auch wahrmachen. Es ist der 13. Juli. Syed und Sayed locken Mariam in ihre Wohnung. Angeblich wollen sie mit ihr zu einer Wohnungsbesichtigung. Dann, so rekonstruieren es die Ermittler, quälen und würgen sie die junge Frau, durchtrennen ihr mit einem kräftigen Schnitt die Halsvene und Schlagader. Der Schnitt ist so tief, dass Knorpel an der Wirbelsäule zertrümmert werden. Den Brüdern passte die Lebensweise der jungen Frau nicht. Sie fühlten sich verletzt in ihrer Würde durch die westliche Lebensweise der jungen Frau. Und darin ist möglicherweise auch ein Motiv für die Tat zu sehen. Laut Anklage kaufen Syed und Sayed gegen 11 Uhr in einer Berliner Primark-Filiale einen großen Koffer. Zuvor hatten sie im Internet gegoogelt, Koffer bis 70 Kilo in Berlin. Sie rufen ein Taxi, fahren mit dem Koffer zum Bahnhof Südkreuz. Um 16.30 Uhr werden die Brüder von einer Außenkamera am Bahnhof erfasst. 4 Minuten später betreten die Afghanen die Bahnhofshalle. Sie tragen zu zweit einen schweren, ausgebeulten Rollkoffer. Sekunden später müssen sie absetzen, durchatmen. Um 16.40 Uhr ziehen die Brüder den Koffer zu Gleis 3, ruhen sich auf einer Bank aus. Den Koffer neben sich guckt der eine entspannt ins Handy, andere Fahrgäste sitzen direkt dahinter, nichts ahnend, was im Koffer ist. Ermittler rekonstruieren später, in dem Koffer liegt Mariams Leiche. Ihren Kopf und Hals haben die Killer mit einer blauen Plastiktüte überzogen, an den Handgelenken wurde sie mit Klebeband gefesselt. Dort können die Polizisten später ein Stück eines abgerissenen Plastikhandschuhs sicherstellen, mit der DNA von Bruder Sayed. Um 17.53 Uhr hieven sie ihre Last schließlich in den ICE 801 nach Bayern. Am Tag danach sollen sie Mariams Leiche in einer Erdgrube bei Holzkirchen verscharrt haben. Bildreporter Kai Keim berichtet damals von der Fundstelle. Und jetzt kann man das hier sehen, diesen schrecklichen Platz, wo sie ihre Schwester dann abgelegt haben sollen. Wir haben es ausgemessen, es ist rund 50 bis 60 Zentimeter tief, hat dann 1,50 Meter lang und 90 Zentimeter in die Breite. Also ein wirklich grauenhaftes Verbrechen, was hier die Anwohner natürlich dann auch schockt. Wenige Tage später werden Syed und Sayed festgenommen. Im Polizeiverhör offenbarte Sayed seine kranke Moralvorstellung. Er sagt ernsthaft, wenn eine verheiratete Frau sich mit einem fremden Mann einlässt, müsste sie ins Gefängnis oder sogar sterben. Neben der DNA-Spur stützen sich die Behörden auch auf die Handydaten der Brüder und den Spürsinn eines Bluthundes. Er hatte in der Wohnung eines Bruders, im Taxi und der Rolltreppe des Bahnhofs angeschlagen. Syed und Sayed sitzen bis heute in U-Haft. Wir gehen von einem längeren Prozess aus. Der kann auch konfliktreich sein. Eine Vielzahl von Beweisthemen sind abzuarbeiten. Es ist mit Beweisanträgen zu rechnen. Wir haben eine prominente Nebenklage, den Opferanwalt des Landes Berlin. Es wird sich in den Sommer hineinziehen. Den beiden Angeklagten droht eine lebenslängliche Haftstrafe. Ja, es bleibt eine absolut unvorstellbare Tat. In so einem Koffer ist Mariam am Ende entsorgt worden. Wir wollen über dieses grausame Verbrechen sprechen mit unserem Experten. Professor Christian Matzdorf ist bei uns, selbst viele Jahre Kripo-Ermittler hier in Berlin. Guten Abend, Herr Matzdorf. Guten Abend. Wir haben es gerade in der Matz gesehen, da gab es also am Ende die Sache, die die Brüder am Ende ja mutmaßlich überführt hat, nämlich am Handgelenk des Opfers, da war Klebeband
Am Klebeband hing ein klitzekleines Stück von einem Plastikhandschuh. Und in dem Plastikhandschuh hat man also DNA von einem der Brüder gefunden. Das klingt ja wie aus einem Spielfilm. Wie gut muss man da ausgebildet sein als Kriminaltechniker, dass man sowas am Ende nicht übersieht und am Ende eben dieses Beweisstück tatsächlich findet? Ja, es klingt wie im Krimi, aber es ist tatsächlich kriminalistischer und kriminaltechnischer Goldstandard. Das gibt kaum eine Straftat dieser Art, wo es keine Spuren gibt. Und dann wird eben ein Gegenstand, ein Spurenträger, millimetergenau von Kriminaltechnikerinnen, Kriminaltechnikern untersucht. Und da sind Biologen, Chemiker, Physiker dabei, aber auch speziell ausgebildete Polizeibeamte, die daktyloskopische Spuren, Faserspuren, aber eben auch DNA-Spuren untersuchen. Und das hat man hier erfolgreich gemacht. Ganz wichtig ist festzuhalten, dass der Erfolg in dieser Sache natürlich davon abhängt, wie die ersten Kräfte vor Ort, die schutzpolizeilichen Kräfte, der Kriminaldauerdienst und dann auch die Mordkommission arbeiten. Die Kriminaltechnik ist nur so gut wie das, was zugeliefert werden kann oder was man im Ort noch im Originalzustand findet. Die Staatsanwaltschaft, die hat in ihrer allerersten Pressemitteilung selbst von einem sogenannten Ehrenmord gesprochen. Denn hier geht es eben um zwei Täter, die aus Afghanistan kommen. Ehre spielt eben eine Rolle. Aus Ihrer Erfahrung, welche Rolle spielt konkret der Hintergrund der beiden Männer für diese Tat? Also vorweg, ich lehne diesen Begriff Ehrenmord ab. Wenn Menschen, die in Abhängigkeit, in familiären Verhältnissen schwächer, wehrlos sind, nur deshalb, weil sie sich anders verhalten, als von ihnen erwartet wird, getötet werden oder schwer misshandelt werden, dann hat das mit dem Begriff Ehre nicht viel zu tun. Das sind Straftaten, Verbrechenstatbestände, hier ein Tötungsdelikt mit Mordmerkmalen. Insofern muss ich mich sehr zusammenreißen, um diesen Begriff nicht noch weiter eben dann in eine andere Richtung zu definieren. Tatsächlich wird aber der Begriff Ehrenmord als Arbeitsbegriff benutzt für Straftaten, Gewalttaten, überwiegend oder fast ausschließlich von Männern gegenüber Frauen, die aus sehr patriarchalischen, sehr traditionell konservativen Strukturen kommen, oftmals religiös geprägt, und wo diese Gewalt gegen Frauen akzeptiert wird gesellschaftlich, also wo sie nicht abgelehnt wird. Das ist schon ein großes Problem in weiten Teilen der Welt, aber wir haben häufig auch die Situation, dass diese Taten oder dieser Begriff benutzt wird als Feigenblatt für weitere Dinge, wie beispielsweise, dass Frauen, Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, dann später, obwohl sie Opfer einer Straftat wurden, auch noch getötet werden im Namen der Ehre. Und das sind Probleme, die durch Männer verursacht werden, durch eine bestimmte Denkweise und die durch nichts zu rechtfertigen sind, auch nicht durch religiöse Prägung. Keine Religion schreibt vor, dass in bestimmten Fällen, bestimmten Konstellationen dieser Art ein Mensch zu töten ist. Wichtige und richtige Worte. Herr Matzdorf, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Dankeschön.